In dieser Sendung Abracadabra in Leipzig. Drittes internationales Zauberfestival des gehörlosen und schwerhörigen Verbandes der DDR. Er seit Anfang dieses Monats einen Videotext. Aber es werden noch keine Informationstafeln für Hörgeschädigte angeboten. Vielleicht sollten hörgeschädigte Zuschauer in der DDR an das DDR-Fernsehen schreiben und um solche Informationstafeln bitten. Auch ein Brief an den gehörlosen und schwerhörigen Verband der DDR oder sein Mitteilungsblatt gemeinsam kann vielleicht helfen. Und jetzt zu einer Veranstaltung dieses Verbandes, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat. Die großen Festspiele von Zauberern aus aller Welt in Leipzig. Unser Reporter hat sich dort umgesehen. Ich selbst schaue mir den Film auch an, aber Ihnen sage ich jetzt schon auf Wiedersehen. Das dritte internationale Magiefestival in Leipzig, die politische Entwicklung der DDR, war überall zu spüren und zu sehen. Die Leipziger zeigten mehr Interesse für neue Westwaren als für Magie. Der Gehörlosen- und Schwerhörigenverband der DDR hatte das Festival dennoch gut organisiert. 35 Zauberer aus der ganzen Welt hatten sich angemeldet. Sie kamen zum Beispiel aus USA, Indien oder SSR, aber keiner aus der Bundesrepublik. Alle mussten ihre Künste zuerst vor einer Jury vorführen. Thomas Geisler, DDR, zeigte unter anderem seinen Streichholzschachtel-Trick. Die internationale Jury verglich und bewertete alle Darbietungen. Sie sollte die besten Magier für den Festabend und die Preise auswählen. Wir trafen einige der Organisatoren und Helfer des Festivals. Ich freue mich, dass ich Sie heute sehen kann. Ich heiße Horst Bormann aus Leipzig. Ich habe ein großes Interesse an diesem internationalen Magiefestival entwickelt. Es ist das dritte. Er arbeitet vom Beruf als Fotoreproduktions. Ich bin dann nebenbei. Meine Freizeit ist dann niemand. Nebenbei arbeitet er in der Freizeit in einem Pantomim aktiv. Mein Name ist Thomas Sander, ich komme aus Berlin. Mein Beruf war Modellbauer. Jetzt arbeite ich im Lehrlingswohnheim für Gehörlose. Mein Hobby ist Theater, speziell Pantomime. Das macht er schon seit 6 Jahren. Ich bin hier gekommen. Er ist nach Leipzig gekommen und macht hier als Dolmetscher, Vermittler und Betreuer in Leipzig mit. Er hat ein großes Interesse, hier zu arbeiten. Mein Name ist Toni Starke. Ich wohne in Leipzig. Meine Eltern sind gehörlos. Darum bin ich Dolmetscher für Gehörlose geworden und ich habe ein großes Interesse für das kulturelle Leben der Gehörlosen und darum helfe ich dem Gehörlosen Magiefestival als Dolmetscher. Ich arbeite nebenberuflich als Polizist.
Pfarrer Weithaas, Gehörlosenseelsorger, war auch Dolmetscher beim Festival. Er begleitete die Gehörlosen bei den berühmten Leipziger Montagsdemos. In dieser Kirche war der Anfang der Wende. Im vergangenen Jahr, im September, hat noch keiner von uns gedacht, dass die Wende so nahe bevorsteht. Und dann haben wir erlebt, dass wir in der Lage waren, die Regierung zu stürzen. Aber wenn man denkt, wir seien mutig, kann ich das nicht sagen. Wir hatten Unruhe und Angst. Und wir sahen die Vorbereitungen, wir sahen den Aufmarsch der Soldaten, der Polizei, der Kampfgruppen. Wir sahen die Wasserwerfer, die Hundestaffeln und die Waffen. Wir waren beunruhigt, aber wir wussten, wir müssen da sein. Und die Gehörlosen hatten mich gebeten, komm und dolmetsche für uns. Wir gehören hier dazu. Wenn das Volk aufsteht und ruft, wir wissen nicht was, komm und hilf uns. Und so bin ich seit Oktober Montag für Montag in dieser Kirche mit den Gehörlosen bei den Friedensgebeten gewesen. Und anschließend sind wir mit diesen Tausenden hier zum Karl-Marx-Platz und haben dann auch den Marsch um die Stadt mitgemacht. Mit Lichtern. Und dabei habe ich die Parolen gesagt. Und später wurde ja dann auch auf dem Platz selbst besprochen. Und da gab es viel zu dolmetschen, zu erklären. Die Zauberer kamen auch in die berühmte Samuel-Heinicke-Schule. Valera aus der Ukraine begeisterte die Kinder mit seinen Tricks. Sie durften natürlich selbst probieren. Jagat Priyanta Gamach, Sri Lanka, kommt aus einer Zaubererfamilie. Vater und Geschwister sind Magier. Sie können oft gemeinsam auftreten. Kinder waren besonders begeistert, weil sie keinen Unterricht hatten.
Die Zauberer trafen sich hier abends, um sich gegenseitig Tricks zu zeigen. Dieser Zuschauer aus der UdSSR war von der Zauberei besonders begeistert. Er bekam später einen Preis als bester Zuschauer. Die Zauberer lernten auch neue Tricks von ihren Kollegen aus anderen Ländern.
Die Stadt Leipzig plant für das nächste Jahr wieder ein Magiefestival. Sie sind als Dolmetscher natürlich. Toni Starke erzählt uns, warum die Organisation etwas kompliziert war. Also wir haben hier verschiedene Sachen erlebt. Zum Beispiel ein Zauberpaar sind hergekommen aus den USA und die haben die Tasche in Berlin Tegel vergessen, haben sie liegen lassen. Und als zweites hatten wir zum Beispiel einen Magier, der brauchte einen Fisch, einen Karpfen. Und da sind wir durch ganz Leipzig gelaufen und haben gesucht, um einen Karpfen zu kaufen. Als drittes zum Beispiel aus Indien, ein Magier, er brauchte eine Schildkröte. Sind wir auch durch Leipzig gelaufen, überall eine Schildkröte gesucht, haben jetzt endlich wahrscheinlich eine bekommen. Ich war jetzt als letztes nicht mehr dabei. Und auch ein aus Sri Lanka, der war da, er wollte haben Vögel, ja, wo eine halbe Stunde vor dem Auftritt Vögel herbekommen. Geht nicht. Wir haben schnell das Programm umgestellt. Und so waren viele Aufregungen für uns dabei. Inese Imure, gehörlos, Journalistin aus Lettland, ist politisch interessiert. Die Wende in der DDR ist gut. Sie hat es in Leipzig gesehen. In Lettland ist Ähnliches im Gange, sagt sie. Die Lettländer möchten gern auch selbstständig werden, weil sie immer angekettet waren an die RSFSR, also die russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Festivals waren, irgendwo, irgendwelcher Art, konnten immer bloß Russen fahren und Letten, die von den Gehörlosen konnten nie mitfahren. Sie staunt, dass viele Menschen nicht wissen, dass die Letten andere Sprache sprechen als die Russen. Thomas Zander sagte uns, was sich für die Gehörlosen in der DDR ändern soll. Ich bin der Meinung. Erster Meinung, die Gehörlosen sollen noch stärker in die Öffentlichkeit gehen. Damals waren nur die Hörenden als Bevormunder für uns eingesetzt. In der Zukunft möchten wir, dass viele Mitarbeiter im Verband und weniger hörende Mitarbeiter sind. Das wünschen wir uns. Beim Magiefestival arbeiten jetzt hauptsächlich Gehörlose.